Hallo, da bin ich wieder. Ich wollte mir jetzt gerade eben aufschreiben, was diese ganze Bedeutung zu tun hat, als ich diesen Gang hier bemerkt habe. Den habe ich gerade total verrallt. Was ist denn das hier eigentlich? Egal. Auf jeden Fall habe ich hier gerade gesehen, dass hier unten eine Uhr ist. Und mir ist auch wieder eingefallen, wie die Lösung, also beziehungsweise wie der Weg zur Lösung ist. Zwar muss ich mir jetzt trotzdem mal irgendwie einen Stift. Wo habe ich den denn jetzt hingefeuert? Verdammt. Egal, ich merke mir das mal. Ich weiß jetzt, wie die Lösung ungefähr ist. Und zwar, ihr seht die Stunde. Stunde kommt ja in der Zeit immer zuerst. Die Stunde steht auf 8, also VIII. Und zwar ist es so, das erste Wort fängt mit V an und hat drei I's in sich. Müssen wir gleich mal gucken, was es ist. Ich weiß es jetzt selbst nicht mehr. Der Minutenzeiger kommt danach, der steht auf 4, beziehungsweise I. Normalerweise IV, aber ich habe mal gehört, dass es auch eine Schreibweise gab, oder bei der Uhrzeit ist es, glaube ich, immer so gewesen, dass vier I's gemacht wurden. Irgendwas war da. Egal, auf jeden Fall, das zweite Wort beginnt mit I und hat auch vier I's in sich. Das dritte Wort, der Sekundenzeiger, zeigt auf die 6 gerade, das heißt VI. Es beginnt mit einem V und hat nur ein I in sich. So, auf jeden Fall, es war 8, 4 und 6. Müssen wir uns jetzt mal gerade hier das Bild wieder anschauen, weil dann brauche ich nämlich die Bedeutung der Bilder gar nicht mehr. Das ist mir nämlich, ich dachte mir so, habe ich das letzte Mal auch gemacht? Egal. Auf jeden Fall, der Titel. Das erste war ja 8, also VIII. Das heißt, das erste beginnt mit einem V und hat drei I's. Da gucken wir mal. Das wäre jetzt eigentlich nur hier dieses Vividarium. So. Das zweite Wort, das war ja I, beginnt mit einem I und hat vier I's in der sich. Das ist 1, 2, 3, Interviglium und Iudisium, was total schön ist, hat nur drei I's, deswegen wird es wohl das hier sein. Und das dritte Wort war, oh Gott, was war denn das? VI, also 6. Es beginnt mit V und hat nur ein I in sich. Und es kann nur Viator sein. Vividarium et intervigilium et viator. Der Bote, der im Garten schläft. Oh, ich hab's noch gewusst, geil. Also, wenn ihr euch immer gefragt habt, wenn ihr vielleicht nach Lösung oder was auch immer gespielt habt, was ich das die ersten paar Mal, glaube ich, auch immer gemacht hatte, ganz klar, um nichts zu verpassen, wisst ihr jetzt, wie ihr auf die Lösung kommt. Passiert jetzt hier noch was oder? Upala, Moment. Grafikfehler extrem. Hier haben wir Dormen und den werden wir uns jetzt direkt mal stellen. Er sagt auch, Buße dem, der es wagt, das Siegel zu brechen. Ich wage es und ich freue mich drauf. Ich bin mal überlegen, was könnte ich denn als nächstes freischalten? Ich denke schon über den, über das, über die Belohnung nach, statt über den Kampf. Also der Kampf ist wirklich recht einfach. Jedenfalls habe ich so in Erinnerung, dass die nicht wirklich was taugen, die Viecher hier. Okay, der hat jetzt diese ganzen kleinen Dornenviecher, aber das soll uns mal nicht interessieren. Oh, er hat eine etwas höhere Verteidigung, merke ich gerade. Ist nicht so schlimm. Kriege ich schon hin. Ah, hier habe ich das raus. Ich musste gerade mal gucken, wie ich meine Tastenbelegung eigentlich hatte. Irgendwie verletze ich jetzt mehr. Wer weiß. So. Stimmt, jetzt den zweiten holen, ne? Ich glaube, der hat immer zwei dabei. Jupp, genau. Und ich glaube, die greifen auch für den an. Der macht, glaube ich, gar nichts, oder? Oder er hat jetzt seine Aufgabe erledigt und fängt jetzt mit an anzugreifen. Wer weiß. 3300. Das ist gut. Sehr lange sollte er nicht stehen. Der letzte, der hat ja auch nur Läppsche, was weiß ich, 40.000 HP gehabt oder so. Gut, der hatte jetzt zwar mehr Verteidigung, aber verletzen tun die jetzt auch gerade nicht mehr.
Außerdem habe ich ja meine Befehls-Abilities freigeschalten, die mir auch auf jeden Fall den Arsch retten werden, sollte echt was Unvorhergesehenes passieren. Achso, konzentriert euch nicht auf die Kleinen. Die wird er höchstwahrscheinlich immer wieder rufen. Es ist meistens bei diesen kleinen Viechzeugs. Okay, er zaubert doch dieses Sackviech. Ah, verstehe. Der saugt es von seinen Kleinen ab und wenn die tot sein sollten, holt er die sich nie wieder dann. Oh komm ey, ich hab schon Autohast. Macht er das als Konto oder was? Ja. Jetzt habe ich auf jeden Fall, denke ich mal, Zeit, weil er jetzt nochmal so ein Viech sich holen wird, noch ein paar Angriffe zu starten. Oh, komm. Ah ne, okay, der will jetzt mal das andere noch aussaugen. Ja, der müsste aber auch bald Geschichte sein. Gerade hat er mir besser gefallen. Ist krass, wenn man auf die Karten sich anschaut. Der ist schon tot? Meine Güte, ja. Wenn man sich die Karten anschaut, man erkennt die Viecher immer ganz anders, als wenn man sie wirklich dann im Kampf hat. Man erkennt dort mal ein Auge und dort mal einen Schnabel oder was auch immer und dann sieht man den live und denkt sich, hupala, das war kein Auge, das war sein ganzer Kopf. Egal. Also, was wollen wir denn jetzt holen? Wir haben Befehlsabilities letzte Mal schon freigeschalten. Jegliche Belebungen brauche ich jetzt nicht so. Nötig haben wir es nicht. Aber wir werden uns mal Items freischalten. Kann ja immer was passieren. Muss nochmal vergiftet werden oder was auch immer. Deswegen sind die ganz nützlich. Zauber? Geht doch eigentlich gar nicht mehr. Ah, hier genau. Zauber sind auch nicht freigeschalten, momentan jedenfalls. Das heißt, wir können sie zwar tauschen und ordnen und was auch immer, aber benutzen geht nichts. Achso, da fällt mir ein, apropos Zauber ordnen. Ordnen selber. Da werde ich direkt mal Meltern vorstellen, dass ich den dann echt direkt zum... Achso, genau, und? Was ich auch noch machen wollte. Ach, nicht doch, nicht tauschen. Oh komm, wieso reagiert denn das so schlecht? Und zwar... Aura. Komm, du wirst doch Aura haben. Hier hat kein Aura. Naja, ist auch nicht so schlimm. Okay. Und zwar wollte ich, wie gesagt, Aura mit an zweite Stelle machen, weil das ziemlich wichtig ist. Voila. Moment. So, bei Xell noch. Aura, bist du? So. Und jetzt muss ich natürlich mal schauen, wer zur Hölle rein Noahs Aura hat. Wieso ist denn das so langsam? Oder habe ich mich verschaut? Die muss doch Aura haben. Sachen gibt's. Okay, wir schauen mal. Die zwei auf jeden Fall nicht. Aero, Eis, Feuer, alles unwichtig. Toll. Analyse? Ne, hat die ja auch. Feuer? Hat die auch. Vita? Ich will nur in deine Liste reingucken, mehr will ich gar nicht. Stopp hat sie bestimmt nicht. Gut. Mal gucken, ob hier Aura irgendwo ist. Nee, sie hat auch kein Aura. Selfie. Selfie hat Aqua. Ja, komisch. Hab ich nur für beide? Naja, egal. Ist ja egal. Sie braucht eh nicht. Sie ist ja nur die Heilerin. Gut. Ja, wir haben die nächsten. Und jetzt suchen wir uns mal wieder den nächsten Gegner, der hier auch irgendwo stecken muss. Okay. Warte mal, geht's da eine Treppe runter?
So, während ich kämpfe, trinke ich mal einen Schluck. Voll Durst. Irgendwie ist es total schwül heute. Na, was ein Kampf. Hoppala. Ach, egal, trinke ich heute noch aus. Achso, ich wollte nur mal fix schauen. Ja, ich nehme wirklich auf. Es wäre nämlich zum Heulen gewesen. Genau. Ich wollte ja mal gucken. Hier unten. Treppe? Wirklich Treppe, ja. Wo bin ich denn nun? Mein Gott, das habe ich alles gar nicht mehr in Erinnerung. Hier geht's rein. Oh, hier ist was. Ist das dieser Schatz? Oh, oh. Kerkerschlüssel. Hoppala. Ach, hier. Das ist Gargantua oder sowas. Buße dem, der es wagt, das Siegel zu brechen. Wir brechen noch ein Siegel. Was nehme ich denn als nächstes Mal? Ach. Vielleicht Spezialtechniken? Wäre auch ganz nett. Oh, schwibble. Ja, super. Mit Waffen reichte nichts. Wie soll ich denn das sonst machen? Ja, wie soll ich denn das sonst machen? Warte mal, habe ich irgendwas Böses, Itemmäßiges? Heldentreff. Achso, ja, stimmt. Den habe ich noch gar nicht verkauft. Habe ich nämlich auch umgewandelt gehabt. Schön, meine Steine habe ich natürlich auch alle verkauft gehabt. Verdammt nochmal. Ich hätte vielleicht mir Zauber holen sollen. Werde ich als nächstes machen. Ach, mal mindestens ist auch blind. Schön. Ja, das kann jetzt noch eine kleine Weile dauern. Wieso habe ich nicht Zauber freigeschalten? Oder GF oder sowas. Naja, hätte ich es wissen sollen. Ich weiß, dass wir mit Waffen nichts erreichen, aber ich habe nichts anderes außer Waffen. Soll ich den zulabern, bis er abhaut oder was? Ich kann ihn auch totbeleben. Ich meine, wenn er ein Zombie wäre, könnte ich ihn tot heilen. Das würde wirklich gehen. Ich kann Heldentrank auf die schmeißen und hoffen, dass er den an den Kopf kriegt oder so. Blalalalala. Ich glaube, das werde ich ein wenig beim Schneiden kürzen. Beziehungsweise werde ich jetzt, glaube ich, an der Stelle kurz cutten den Kampf und erst wieder reinschalten, sobald ich den in die Knie zwinge. Also bis gleich.